Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2, Folge 14 steht heute an. Und ja, wir sind hier im U-Bahn-Schacht der Infizierten. Könnte man so sagen, was zur Hölle? Scheiße! Bist du... Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Kein Plauter? Ach du Scheiße. Was immer die bekämpfen, wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Yep. Oh ja. Ach, da ist ein Weg. Können wir den nutzen? Ich hab da gesehen, dass da eine Leiter ist. Mehr auch nicht, aber Dina weiß bestimmt Bescheid. Ah, immer die Leiter, sorry. Die habe jetzt null gesehen. Nee, ich glaube, da war ein Messerchen. Wer weiß, ein Messerchen ist. Wie gehen wir vor? Da drüben ist noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir dahin? Ja. Fast, ne? So nicht, schade. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Das sollte gehen. So, jetzt. Ellie bräuchte doch gar keine Maske, ne? Aber gut, um alibimäßig natürlich mitmachen zu dürfen. Ich muss ja eine anziehen. Sehr gut, Muni. Zeugs und Stuff und Alkohol und Tabletten und Alter. Komm, jetzt wechsel mal die. Oder füll mal die Waffe auf. Sehr schön. Hoch mit uns. Oder auch nicht. Die Leiter ist kaputt. Verdammt. Das heißt nun was? Anderer Weg? Hier ist halt nichts. Nur weil Dina hier steht, muss ich heißen, da ist was. Eigentlich noch irgendwo. Warte mal. Na toll. Dina, hier lang. Wo dieses rote Licht. Schämblatt? Ich hab dich! Ich hab dich! Ach du Kacke. Ach du Kacke. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, toll. Okay, infiziert sehen kein Licht. Oh,
toll. Problem ist. Okay, das hier ist scheiße. Gut. I don't like that. Oh, oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Ja, woher kommen jetzt wieder Schambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Ja, und halten 4 Schüsse Schrotflinte aus, oder 5? Viel zu viel. Auf jeden Fall viel zu viel. Wenn man so einen Molotow macht, zumindest seine Arbeit. Ganz gute. Oh, sieh dir die Verätzungen an. Also, Problem ist beim Schambler. Ich weiß nicht, wie schnell er ist, wie stark er ist. Wir haben mit der Schrotflinte gut in Schach gehalten, aber. Nicht, dass der uns, ja, losrennt und dann bei uns explodiert. Jetzt eher so weniger Lust drauf. Das eklige rote Licht. Okay, das ist eine Kette. Das schauen wir gleich noch. Schauen wir uns mal hier noch in Ruhe um. Okay, irgendein Notfallplan. Okay, da war der zweite Schambler. Okay. Nicht geil, nicht geil. Wenig bis gar keine Lust auf die Viecher. Mal sehen, wohin uns das führt. Ja, komm. Gedrückt halten. Jetzt eine Horde Schambler. Lass dir Zeit. Fast geschafft. Okay. Was ist das für schwere Tore? Hat mir so eine Szene nicht beim ersten Teil oder so? So, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber. Sieht okay aus. Dann war Uncharted. Gut. Ja, hoffentlich. Schambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Oh ja, das ist sie. Man soll die Blautahiten halt viel aus, aber es war langsam. Schambler scheinen wie so eine Vorstufe zu sein. Ja, gut, wir werden bestimmt noch irgendwie erfahren, wie die biologische Reihenfolge von einem Infizierten zu einem Klicker über den Schambler bis hin zu einem Bloater wird. Das sind verschiedene Zweige, es kann auch sein. Jetzt kriege ich hier durch und hier ist nichts. Da war da was? Nee. Das Klebeband, wow. Ich weiß, meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem. Da war da jetzt was und ich hab's nicht gecheckt. Ja, war. Okay, das ist meine Belohnung. Sorry, ich nehme alles zurück, Spiel. Noch Schrott und noch eine Karte, sehr gut. Dr. Daniela Star. Heimatplanet Erde, Intelligenz 100, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Future Alliance. Die brillante Daniela Star wurde von Spark Century 22 direkt als Titans bester Wissenschaftsakademie rekrutiert
und dem Ionenantrieb-Entwicklerteam zugeteilt. Unter den wachsamen Augen ihrer Kollegen entwickelt sie Pläne, die die kühnsten Erwartungen noch übertrafen. Doch als sie erfuhr, dass ihre Vorgesetzten ihre Technologie für Energiewaffen nutzen wollten, schnappt sie sich ihre Forschungsergebnisse und floh auf den Ganymed. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Future Alliance und ist kurz davor, das erste Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit der Menschheit zu entwickeln. Helden. Okay. Oh, eine Heldin, bitte. Na toll. Ich glaube, das scheint der richtige Weg zu sein. So irgendwie. Ich brauche die Kombination. Okay, dann müssen wir wohl da weiter. Das heißt, da ist auch noch was. Hey, die sieht doch aus wie die Frau vom Scar Graffiti. Ja. Okay, was ist das für ein Symbol? Nach dem Mist, den wir heute erlebt haben, will ich es gar nicht wissen. Ich auch nicht. Versorgungsgang. Haben wir irgendwas verpasst? Nee. Haben wir nicht. Gut. Irgendwo hier muss die Notiz sein für den Zahlencode. Irgendwo. Das ist der Ausgang. Sehr optimistisch. Ist werfen No Return, so wie es ausschaut. Da bin ich jetzt auch voll dafür, dass wir mal den Zahlencode finden irgendwie. Ellie, hier ist dein Weg. Ich weiß, Dina. Ich weiß, aber ich will doch erstmal gucken. Ach, das ist eine Notiz. Hey du, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Ah, der klebt da drauf. Sehr cool. Der Code ist 152. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht alleine rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. Oui. Okay, 152. Mal sehen. Ah, da. 1, 5, 2, 3, 4. Nein. Ach, ernsthaft. Vier. Drei. Ja. Das war eh. Hast du das gemacht? Magie. Okay, Magie, ja, würde ich auch sagen. Lumpen. Lumpiger Lumpen. Sprengender Stoff. Hier muss doch irgendwas Cooles noch drin sein, oder? Ja, ein bisschen Munition ist zumindest drin. Die ist auch voll. Sehr gut. Würde ich sagen, raus hier. Hey, hier lang. Ich weiß, Dina. Ich wollte noch Rätsel lösen. Dann ist die Folge, ja, die ist noch in Ordnung. Wir haben die blöden
Wie sind sie jetzt? Geht ihnen da zuerst, ha? Ne, doch nicht. Splauter? Hieß es Splauter? Ich glaube ja. Scheiße. Schembler. Wir packen das. Noch einer oder was? Kann man die erledigen? Nope. Vorsichtig! Ja, okay, das war dumm. Das war sehr dumm, sorry. Schade über Zeit, ja. Ja, super. Die anderen Infizierten. Da. Da ist sie. Schön mit Reiserucksack. Frage ist, muss ich mich mehr mit denen anlegen? Denkt man nicht. Ich habe keine Ahnung. Sich da oben. Was ist das? Ich hoffe doch. Ja. Das scheint es gewesen zu sein. Okay. Ich wäre dann soweit, hier abzuhauen. Ja, ich auch so langsam. Ich auch. Schau mal, was ist das? Alter, ich habe Barthaare im Mund. Okay. Ja, ich habe einen wunderbaren, prächtigen Bart, aber Alter, wo kommen die Haare her? Pistolenmuni voll.
Blöde Schambler, ohne Witz. Ist ja wahrscheinlich auf höheren Schwierigkeitsgraden noch ungemütlicher. Ich finde die jetzt schon eklig und ich spiele ja auf einfach oder halt auf angenehme Spielweise. So, was muss hier der Ausgang sein? Irgendwo. Das produzieren wir erstmal, wenn wir können. Ne. Ich muss mal mehr mit den Bomben arbeiten, ne? Ich meine, im ersten habe ich mit denen auch ein bisschen mehr gearbeitet. Na gut, kommt wahrscheinlich noch. Na ja, komm, wir mal 100% Bewegungsgeschwindigkeit, warum nicht? Und dann haben wir noch irgendwas mit Überleben. Genau. Ach, das wäre der Ausgangsform gewesen, ha? Huh? Den ganzen Schmarrn hier umgehen können. Komm schon. Sekunde. Gute Idee. So. Okay, Tageslicht, immerhin mal etwas. Der Hoffnung, dass Schamblatt zu doof waren, Türen zu öffnen. Denke ich mal, dass jetzt hier nichts mehr sein wird. Da hoffe ich es mal zumindest, ja. Wissen kann man es nie. Vor allem nicht, wenn das Spiel es im ersten Mal spielt. Ich würde sagen, ein Zug. Danke, Sherlock. Ach, da geht's weiter. Nehmen wir doch den Zug, um hier rauszukommen. es tut mir leid. Noch irgendwas? Jo! Pillen! Jede Menge Pillen! Ich glaube, ich habe eh schon 1000 Sachen immer hier und da übersehen. Oh nein! Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Ja. Dina? Ja. Ich komme. Ach so. Sie sorgt sich nur darum, dass Dina vorbei mitkommt. Wo bist du her? Okay. Ist noch irgendwas? Alkohol. Sehr gut. Hey, das Licht kommt näher. Oh nein, da war bestimmt noch unten was. Ach, verdammt. Da rechts war noch so ein Schränkchen, oder? Sieht man das? Nee, schade. Sorry, muss ich schon nachschauen. Okay, nur eine Water Bottle. Oh! Okay, Dina könnte einen damit erschlagen. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geh voran. Dumm. Ist der Zug aus Uncharted 2? Oh nein! Oh! Ich komme! Geh weg! Hätte Munition gespart und ein Messer genommen. Dina, Mina. Ellie, deine Maske! Hier, wir können meine Teilen. Nein, die sind nicht auf. Ellie, hör auf. Ellie, stopp. Was? Nein, Ellie, nein. Stopp, ich bin nicht infiziert. Ich bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Fuck. Dina? Shit, kannst du laufen? Ja, ja,
Dann nicht sie weg. Los! Lauf, Dina! Ellie, ich bin hier. Schnell weg, Mama. Und glaubt ihr mir nix? Geh weg. Hier lang. Schnell. Fuck. Nach rechts. Komm schon. Was? Come on. Ohne Glück spannend. Okay, ich glaube, scheiße. Ja. Gut, ich hätte einfach springen sollen. Aber das sah halt aus, als müsste irgendwas machen. Sorry. Hier lang! Schnell! Fuck! Nach rechts! Komm schon! Ja, toll. Geh weg! Komm schon, Ellie, weg da! Dina! Auch mit dir! Ist raus hier! Im Theater da ausruhen. Das klingt absolut traumhaft. Dann machen wir das doch mal. Hast geschafft. Ich hab dich. Hier. Geht's? Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporn eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joe sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ich bin schwanger. Was?
Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Puh. Okay. Sehr schön. Wir haben ein Baby mit dabei. Das ist... Ich muss sagen, für mich als Vater von einem kleinen Kind... Jetzt wird's richtig persönlich, Naughty Dog. Boah, jetzt wird's richtig persönlich, was das Thema angeht. Daraufhin muss ich sagen, ja, gibt's erstmal ein Päuschen. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, hier bei Last of Us Part 2. Servus und Fütü.